Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Retro Panda quält sich Spezialfolge. Wenn ihr euch vielleicht wundert, was ist dieses Spezial im Gegensatz zu den normalen Retro Panda quält sich Folgen, und zwar werden hier Spiele behandelt, die nicht schlecht sind, aber sehr sehr schwer sind. Und ich habe hier zwei Spiele von Zuschauern empfohlen bekommen, die ich jetzt endlich mal anspielen wollte. Die Spiele habe ich bisher noch nie gespielt. Ich gehe komplett blind rein und ich bin kein sehr, sehr guter Spieler. Also das vorgewarnt, falls ihr auch mal Vorschläge habt für dieses Format, haut's ab in die Kommentare rein. Und wir fangen an mit Totally Red auf dem NES von Lo Sie gewünscht. Und ich bin mal gespannt, ich habe schon so einiges von dem Spiel mal gehört, aber nicht so fest abgespeichert, sage ich mal. Es ist natürlich hier vor allen Dingen das Cover, wie ihr ja oben sehen könnt, was sehr stark Ende 80er, frühe 90er irgendwie schreit. Und dieses Red, das war ja damals irgendwie so immer so angesagt, so ja, edgy sein und so weiter. Und deswegen bin ich mal gespannt, also Musik hört sich schon mal gar nicht so verkehrt an. Mal gucken, wie es sich spielt. So, also Grafik finde ich sehr, sehr gut gelungen. Also da kann man echt nichts sagen. Ich glaube, das ist auch relativ spät erschienen, 89 oder 90. Sehr cooles Parallax-Scrolling. Gut, das Pink, deswegen musste ich jetzt gerade erst... Okay. Also wenn ich nach oben drücke und Angriff, dann fülle ich anscheinend irgendwie meine Lebensenergie wieder auf. Aber ansonsten... Steuerung ist super. Ich frage mich jetzt gerade, warum ich hier nicht... So. Die Schrägen sind mehr nur als ihr bewegt euch langsamer hoch. Also das Parallax-Scrolling hier im Hintergrund, das finde ich sehr beeindruckend. Das sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Macht ein sehr schönes Eindruck, das Spiel. Ich frage mich, was die Dinger da oben sind. Ob es Gegner sind oder ob man da irgendwie Goodies irgendwie bekommt. Aber bisher so überschwer ist es nicht. Super einfach glaube ich auch nicht, aber... Ach, das ist wahrscheinlich denn hier rechts oben wird dann wahrscheinlich Magie sein. Und deswegen habe ich dann zufälligerweise den Ich-heile-mich-Zauber ausgelöst. Also Gegnervielfalt ist auf jeden Fall auch da und sie respawnen. Und man hält eindeutig nicht viele Treffer aus, aber die Gegner dafür. Hat schon so ein bisschen Mega Man-Feeling, ne? Ich weiß, solche Spiele kann man natürlich immer sehr, sehr einfach mit Mega Man vergleichen. Oh, okay. Das hat mich jetzt schnell umgebracht. Das habe ich jetzt nicht auf dem Radar gehabt. Mega Man, aber für mich ist das irgendwie immer so coole Technik, coole Musik. Ah, das bietet sich irgendwie immer an, finde ich. Also, auf jeden Fall ist das den... Oh. Den Heilzauber sollte ich wahrscheinlich wirklich entsprechend immer rechtzeitig nutzen. Ich bin mal gespannt, ob ich das erste Level schaffe. Es scheint an zumindest keine Checkpoints zu geben. Ja, okay, ich heile mich mal. Also die Pose ist auch cool. Also ich finde, da floss auf jeden Fall viel Liebe rein. Und ich finde es natürlich beim Spielen... Wenn die Entwickler daran Spaß hatten und so kleine, coole Animationen eingebaut haben, das merkt man. Es gibt ja wirklich viele, viele lieblose Lizenzversoftungen, wo man wirklich merkt, okay, da muss jetzt schnell ein Spiel rausgebracht werden zum Film XY oder sonst was für ein Franchise. Aber bei sowas komplett eigenständigen habe ich das Gefühl, dass die Entwickler dann oft irgendwie ein bisschen spielerischer rangehen und ein bisschen mehr Bock haben, wirklich auch so Kleinigkeiten zu schaffen. Gibt es natürlich Ausnahmen in beide Richtungen, klar, aber irgendwie halt das Gefühl, könnte hinkommen, oder? Ah, okay, wenn ich länger drücke, dann kann ich auch das hier aufladen. Kann mich leider denn nicht springen dabei, was schade ist. Oh, warum hat er denn gerade nicht geschossen? Ich heile mich mal kurz, haha, ich habe ja dazu gelernt. Also die hier sind echt fies, weil die so viel aushalten. Das ist wieder so ein Raketensilo-Dings.
Also einfach ist das Spiel definitiv nicht, aber ich würde sagen, normales NES-Niveau. Weil das NES ist ja eigentlich dafür bekannt, dass die Spiele jetzt alle nicht so super einfach sind. Ich heile mich mal lieber. Wer weiß, was da noch kommt. Okay, das sieht jetzt aus wie ein Boss. Uah. Okay, ein bisschen Slowdown ist da, aber bei der Technik... Da, okay. Ich muss drauf achten, dass ich diese Kekse oder was es sein soll... Ah! Boss besiegt. Ich wollte sagen, diese Kekse hier besiege. So, ich habe zumindest das erste Level geschafft. Mal gucken, wie es weitergeht. Auch sehr schön. Ich mag es, dass die auch die Farbpalette relativ gut ausgefüllt haben. Boah. Also, die Schwierigkeit kommt ja echt von den verschiedenen Gegnern. Ne? Also die hier sind echt auch schon wieder fies. Auch hier erinnere ich so ein bisschen an diese Mega Man Gegner mit dem Helm. Okay. Ich wette, die Luftballons darf ich nicht berühren, weil sonst wäre kein Totenkopf dran. Mal gucken, ob ich die zerstören kann. Ja. Und diese zufällig fliegenden kleinen Fliegerdinger, ne? Meistens sind sie zum Glück in Höhen, die jetzt nicht so gefährlich sind. Oh! Oh. Alter Falter. Also die Gegner, wenn der jetzt hier nicht stehen bleiben würde... Oh. Hatte ich wenig Leben? Ich bin hier gerade unsicher. Also irgendwie gefällt mir das Spiel. Ich bin halt zu doof. Ist immer so. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Spiel, was es wirklich unschaffbar schwer ist und irgendwie total unfair ist. Ist wirklich ein guter Kandidat hierfür. Wobei, wie gesagt, von der Schwierigkeit her kann ich schlecht einschätzen. Also auf dem NES gibt es da auf jeden Fall noch ganz, ganz andere Kaliber. Ich habe ja das NES früher als Kind quasi gehabt. Also mein Bruder hatte das NES. Da war mein schwerstes Spiel damals, glaube ich, was ich auf dem NES hatte, weil ich mich so erinnern kann, war entweder Solar Jetman, was ein ziemlich cooles Spiel ist. Ist relativ unbekannt. Oder das Turtles-Spiel. Und zwar hier bei dem... Oh, die spawnen aber echt schnell hier wieder. Da darf man nur so ein bisschen aus dem Bildschirm sein. Das Turtles, wo ich immer hier an dem Damm-Level gescheitert bin. Ne? Hatten wahrscheinlich viele das Spiel damals. Ich war ja auch riesen Turtles-Fan. Aber dieser Damm-Level, wo man da unter Zeitdruck, weil sonst einem die Luft ausgeht, diese Bomben entschärfen muss. Und dann waren da überall diese elektrischen, Pflanzen, ne? Wasserpflanzen. Muss mich da konzentrieren. Hier mit dem Pattern annehmen, was komme. Genau. Da bin ich halt immer gescheitert. Und Solar Jetman, das ist im Prinzip ein ganz cooles Spiel, wo ihr ein kleines Raumschiff spielt, was so ein bisschen eine Planetenoberfläche erkundet. Die Sache ist halt, dass ihr da sehr stark an der Gravitation arbeiten müsst. Das ist wie zum Beispiel Asteroids, wo ihr auch so ein bisschen mit Schub arbeiten müsst, ist das da halt auch. Sehr, sehr schwer. Ich bin auch nie sehr weit gekommen, aber das war schon eine ziemlich coole Simulation mit entsprechenden Gravitationskräften. Ihr merkt schon, den ist nicht flüssig, aber ja, sehr cooles Spiel, sehr schwer und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Spiel. Und das nächste Spiel ist Time Slip und das hat sich der oder die Raigam 4 gewünscht, auch schon vor ewiger Zeit und ich weiß von dem Spiel nicht sehr viel, außer dass es ein Run-and-Gun-Spiel ist. Und dann schauen wir mal rein, wie sich das hier so umgesetzt hat. Also das Intro ist schon mal sehr, sehr lang. Also ne, Super Nintendo, ihr seht es auch an dem Cover, das oben eingeblendet ist. Also so von der grundsätzlichen Aufmachung ist das hier auch schon mal nicht verkehrt. Wobei natürlich so der Anfang jetzt sehr zäh ist. Das muss man sagen. Okay. So. Können schießen. Ja gut, die Grafik ist... Boah. Zweckmäßig. Ihr merkt schon, die Steuerung ist... Also ihr merkt es vielleicht selber, also das Springen
Das fühlt sich nicht gut an. Sag mal. Das Springen fühlt sich echt nicht gut an. Also ich habe das Gefühl, das wird wahrscheinlich hier auch eines der größten Knackpunkte werden. Okay, die bleiben da. Ich dachte, die springen eventuell rüber. Muss ich hier wahrscheinlich hochklettern? Kann ich schießen? Ja. Ja, also hier merkt man, finde ich, dass die Technik nicht so geil ist. Und irgendwie haben sie es... Der Sound ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ich werde nicht warm mit dem Spiel. Also es merkt man jetzt schon. So. Guck doch mal, wie sinnlos hier die Gegner kommen. Und die sind ja noch nicht mal irgendwie... Anspruchsvoll. Ist das eine Kiste? Kann ich die irgendwie aufschießen? Was habe ich gerade gesagt? Ah, immerhin gibt es Dauerfeuer, aber ihr könnt nicht im... Ich glaube, jetzt weiß ich, was mich stört. Ihr könnt nicht, während ihr lauft, schießen. Also ihr bleibt denn stehen. Ne? Ich kann jetzt hier nur in die entsprechende Richtung schießen. Kann ich die Dinger zerstören? Nee. Ja, aber warum blinkt's denn? Also. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Also, ich weiß nicht. Also, es fühlt sich sperrig an. Und ich finde so ein One-and-Gun-Spiel, jetzt wie Pro Protector zum Beispiel, das sollte sich nicht sperrig anfühlen. Und da gehört für mich dazu, dass ihr beim Laufen schießen könnt. Denn, was ist die Musik? Das ist Geschmackssache, aber mich würde es persönlich jetzt nicht stören, wenn die jetzt fehlen würde, ehrlich gesagt. Okay. Ah, okay. Das ist hier so eine super Angriff-Dinger. Versuche hier gerade. Ach, Scheiße. Ich habe gerade Sprung und Schießen verwechselt, deswegen habe ich das jetzt gerade verkackt. Ich weiß nicht, also so vom Feeling her, also so von der Optik her, könnte das fast irgendwie ein Amiga-Spiel sein oder irgendwie sowas. Oder das sieht für mich irgendwie so ein bisschen nach Heimcomputer aus. Ich weiß auch nicht wieso. Ja. Ja, dann komm her. Ja, also, das Springen ist viel zu zäh. Das kann ich wirklich schon mal sagen. Deswegen hier wirklich den... Ah, okay. Ich stelle mich jetzt auch gerade sehr dullihaft an. Das von vorne weg. Aber wie soll man da jetzt... Diese Sprunggeschwindigkeit, über die komme ich irgendwie nicht hinweg. Jetzt verwandelt er sich. Ich wollte gerade sagen, kann ich drüber springen? Natürlich nicht. Das ist natürlich zu hoch. Dann komm her. Verwandelt er sich nochmal? Auch hier, ne? Es ist ein Endgegner. Aber es ist irgendwie cool designt. Hat verschiedene Stufen und sowas. Aber die Musik... Die Musik wechselt irgendwie. Jetzt bin ich, Dulli, natürlich da voll in den Laserstrahl reingesprungen. Ich weiß nicht. Auch hier wieder, ne? Also mit ein bisschen mehr Feinheit. Also wirklich, dass man im Rennen nicht schießen kann. Das finde ich irgendwie. Das nimmt so viel von der Dynamik raus. Das ist so eine Kleinigkeit. Aber dadurch fühlt sich das alles so statisch an, weil ihr halt zum Schießen halt immer stehen bleiben müsst. Und das ist echt nervig. Diese kleinen Dinger jetzt irgendwie... Die sind jetzt nicht super gefährlich. Ich weiß, ich bin dran gestorben, haha. Aber so nervig. Ja, jetzt so, ja. Boss ist besiegt. Jetzt kannst du weiter.
Die ewig gleiche eintönige Musik. Die ist doch klein. Die erinnert mich so ein bisschen an diese kleinen, an diese, zumindest wenn sie jetzt in den Bildschirm reingehen, an diese Doom-Dämonen. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber ihr wisst, welche ich meine, diese kleinen roten, ne? Die so ein bisschen auf euch zuchargen. Ja. Also Waffen-Upgrades sind so das Übliche, würde ich sagen. Es fühlt sich wirklich so zäh an. Ich kann es nicht beschreiben vernünftig. Und vor allen Dingen, man muss hier eindeutig ja vorwärts gehen. Sag mal, was ist das denn hier jetzt? Wir müssen irgendwie das Level strecken, also packen wir jetzt einfach 10.000 von diesen, keine Ahnung, Sumpf-Golems oder was es sein soll, rein. Während halt oben die Totenköpfe schweben, die ein bisschen Stress machen. Jo. Jo. Na komm. Also irgendwie ist alles zu zäh, zu viel. Dann sollen sie doch lieber die Gegner gut designen, als guckt euch das hier doch mal wieder an. Und dadurch wird das Spiel halt viel zu schwer zäh, will ich es fast behaupten. Boah, nee. Gott, das ist einfach nur sinnlos. Die können doch nicht mal was. Und das ist nur so, dass es jetzt euer Fortschritt verzögert wird. Weil die wären mir ja nicht mal ansatzweise gefährlich. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo mich diese Massen jetzt irgendwie gefährlich sein können, wirklich herausfordern können. Weil es diese Szene mit den Totenköpfen oben gerade noch ja gar nicht mal so verkehrt, wo man dann quasi, hey, da kommen die Massen, aber ich muss jetzt auch die Totenköpfe irgendwie den ausweichen. Super Falle. Auch hier, Leute, ich glaube, wir haben wirklich das gesehen, was das Spiel ausmacht. Es macht einfach keinen Spaß. Die Steuerung fließt einfach nicht so flüssig. Aber trotzdem, vielen Dank für diesen Spielewunsch. Und wenn ihr auch für dieses Format habt, irgendwelche schweren Spielewünsche, ab in die Kommentare damit. Ich schaue es mir irgendwann mal rein. Es kann immer so ein bisschen dauern, weil ich alles auf meine Liste schreibe und das immer so nach Lust und Laune entscheide. Deswegen tut es mir leid, wenn ihr schon einen Wunsch geäußert habt, der schon etwas länger quasi auf Eis liegt. ich danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.